Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Scanner Sombre. Ja, wir sind immer noch hier und wahrscheinlich werden wir so schnell hier auch nicht rauskommen. In diesem, ja, weiß ich nicht. Also hier ist, guck mal, hier drüben ist zum Beispiel alles in Stein gehauen und irgendwas, riesengroßer Torbogen. Da kommen wir aber nicht weiter, sind wir nicht durchgekommen. Aber wir haben hier noch eine Möglichkeit. Ich scanne mal hier die Richtung. Wenn wir nicht gerade hier festhängen würden. Hier scheint ein Durchgang zu sein. Und was ist das hier? Wir warten mal kurz, bis der Scanner fertig ist. Der Flächenscanner. Das ist ein Baum, oder? Der Tempel muss über 1000 Jahre alt gewesen sein. Okay. Ich wusste, dass es die Kultisten gab. Ich habe mein ganzes Leben nach ihnen gesucht. Kultisten, okay. Aber dann davor zu stehen, als Erster überhaupt. Vor allem die Bäume hier unter Tage. Was ist das? Eine Säule? Okay. Was ist das? Was ist das? Das ist irgendeine Figur, oder? Schon wieder. Guck mal, den Schatten, den es hinterlassen hat. Irgendeine Figur mit Holzhörnern? Ui. Wir steigen hier irgendeine Treppe rauf. Und gehen hier schon wieder durch so einen Durchgang. Guck mal, da hinten. Das sind wir alles abgelaufen. Krass. Was ist das? Hier brachten sie ihre Opfer dar. Oh nee, bitte nicht. Je mehr Scans sich rund um den Altar vornahm, desto mehr Geheimnisse wurden gelüftet. Oh nee, bitte nicht. Okay. Hier ist schon wieder eine Brücke oder sowas. Da hinten ist schon wieder ein Scanner. Modul. Was? Hä? Was? Haben die den runtergeworfen? Und vor allem, wie kommen denn die Scanner-Module hierher? Kartenansicht. M drücken, um Karte anzuzeigen. Ach, hör auf. Gefängnis? Blendensteuerung. Guck mal, da hinten haben wir die Blendensteuerung bekommen. Also sprich, das Rein- und Rauszoomen. Und da hinten, 483 Meter, wahrscheinlich Luftlinie, oder? Da haben wir, was ist das? 1000, was steht da? 1000 nach Christus. Okay. Kultistenkloster. Was? Ich habe mich immer gefragt, wie viele arme Teufel sie wohl über den Rand gestoßen haben. Ach ja, wir stehen ja hier direkt am Rand. Uah. Wo kommen wir denn jetzt eigentlich lang? Müssen wir wieder zurück?
Nee, Quatsch, hier ist, guck mal, hier ist der Leiter. Habe ich gar nicht gesehen. Uah. Hier geht's nach oben. Oh, bitte nicht. Hier geht's weiter, oder? Ah, das sieht schon cool aus. Also, die Idee finde ich wirklich klasse gemacht. Die Kultisten hielten die Höhle selbst für etwas Böses, aus dem die Toten niemals entkommen sollten. Und konnten. Ja, wir entkommen hier wahrscheinlich... Wahrscheinlich auch nicht. Wir sind gerade im Gefängnis. Guckt mal. Aha, im Gefängnis 1. Okay. Ihre Opfer waren dazu verdammt, ihre qualvollen letzten Stunden immer und immer wieder zu durchleben. Kein Wunder, dass die Leute hier unten verrückt wurden. Das kannst du laut sagen. Was war hier lang? Irgendwie sind wir hier in den Räumlichkeiten. Was ist das? Stühle, die umgekippt sind. Okay. Da kommen wir nicht durch. Hier geht's weiter. Hier nicht schon mal? Boah, das macht ja ihn irre hier. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich habe keine Ahnung. Oh, wir sind schon im Gefängnis 6. Okay. Jetzt hier weiter. Ich laufe hier gerade bloß rein intuitiv weiter. Oh oh. Das hat wieder gezuppelt. Habt ihr das mitbekommen? Na 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 na. Ich brauche keine Echos von altertümlicher Zeit. Diese engen Gänge hier. Wo sind wir jetzt? Mal kurz einen Scan wieder machen. Das ist ein Bett. Wir sind im Kultistenkloster angekommen, okay? Das ist ein Bett. Hier schliefen und aßen die Kultisten. Wie die Mönche, die nach ihnen kamen, verbrachten sie ihre Zeit mit Stummgebeten an einen Gott, der sie nicht erhörte. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist eine Sackgasse. Irgendwas summt hier schon wieder beim Scannen. Hört ihr das? Hier geht's wieder hoch, hä? Ja, geht's. Ich mach mal wieder einen Scan. Ich muss mal hier einen Überblick bekommen. Ich bin mal gespannt, wie das allgemein in der Aufnahme rüberkommt. Weil es doch manchmal sehr schwierig ist, die Konturen festzustellen, ne? Also jetzt hier so mit Spielen kann man ja anhand der relativen Sicht von den Dingen hier, die man hier so sieht, die Pixel, diese Voxel oder was auch immer das sind, ne? Kann man ja ungefähr erahnen,
wie sich die Objekte hier verhalten, wo die... Schon wieder so eine Figur hier. Und wie man sich lang bewegen muss. Ich glaube, hier hinten geht's weiter. Wobei, wir hätten auch hier durchgehen können, seht ihr? Also, hier gibt es eine Art Rundgang. Schauen wir mal. Jetzt wieder lange, schlauchartige Gänge. Da oben gibt es wieder was. Käfige der Läuterung und irgendwas. Seeeingang? Oder so ähnlich, ne? Seeausgang. Okay. Da bin ich ja gespannt, was uns hier erwartet. Aber dafür, dass wir ja hier noch niemals da waren und vorher nie einer groß da war, finde ich es schon krass, dass man weiß, wo man ist. Was ist das jetzt, hä? Oh, hängt kurz, okay. Das sieht hier nach Wasser aus, hä? Eigentlich habe ich keine Lust, da unten lang zu laufen. Na, 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 na. Nicht festhängen. Ich werde mal hier oben lang laufen. Das sieht hier so nach Reflexion aus. Das ist Wasser. Ist auch der Seeeingang, wo wir gerade sind, oder? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte aber jetzt nicht probieren, da runter zu springen. Oder sollten wir es wagen? Irgendwie traue ich mich nicht. Aber guck mal. Die verschwinden. Das ist Wasser. Das ist Wasser. Okay. Dann werden wir mal versuchen, nicht runterzufallen. Ja, es verschwindet da wieder. Okay. Dann schauen wir mal nochmal mit einem großen Scan. Sehr viele Stalagmiten. Hier ist Wasser. Wie kann ich... Geht das nicht? Doch, komm. Oh, oh. Ich versuche da hinten wieder rauszukommen. Ja. Ist gut, ist gut, ist gut. Krieg dich wieder ein. Na, 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 na. So. Okay, das war definitiv Wasser. Die Frage ist, war der Scanner nur gestört durch das Wasser oder war es das, war's irgendwas anderes? Hier müssen wir hochspringen. Aha, okay. Ist schon wieder Wasser. Moment, wir warten mal kurz beim großen Scan. Das scheint zu bleiben hier. Was haben wir? Was haben wir? Was haben wir? Nicht festhängen. Zu viele Punkte sind das anscheinend, die er sich merken muss. Ich glaube, wir müssen hier drüben langlaufen. Nee, hier nicht. Nee, da geht's gar nicht weiter. Oh, sieht das cool aus. Hier können wir, glaube ich, langlaufen, ne? Dann, viel später, kamen die Hexenprozesse. Wieso, was kam da?
Man schleppte massenhaft vermeintliche Hexen hinterher, hierher, um sie von ihren Sünden zu reinigen. Die ganze Zeit über war dies ein Ort des Bösen. Zweifellos haben sie die alten Legenden geglaubt. Es war kein Zufall, dass sie ausgerechnet diese Höhle auswählten. Die Frage ist, wo muss ich lang? Seeeingang. Käfige der Läuterung. Ich muss zurück, wa? Sie wollten das Böse hier einschließen, als ewige Strafe. Was machen wir jetzt hier? Wir kommen gar nicht rüber. Vielleicht müssen wir hier rüberspringen. Und dann? Kleiner Moment. Ich glaube, dann können wir da rüber, ne? Ich probiere mal was. Was? 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 Was war das? Oh, muss ich jetzt nochmal durchs Wasser? Oh, oh. Ruhe, Ruhe. Wieder raus, oder? Scheint so. Zumindest zu diesen Käfigen kommen wir hier hin. Zumindest schlagen wir die Richtung ein. Ich habe mich natürlich gefragt, ob es wahr sein könnte. Das können nicht nur Störungen gewesen sein. Nee, nee, das sind auch keine Störungen. Ja, hier beim Flächenscan hat er natürlich seine Probleme. So viel Tod auf so engem Raum. Welche Schrecken müssen Sie in den letzten Momenten Ihres Lebens hier gesehen haben? Da können wir weiter und da können wir weiter. Wasser. Ich glaube, wir müssen da hinten lang. Weil wir hier sonst gar nicht vorankommen. Oder auch nicht. Da drüben ist was, guck mal. So, das heißt, wir müssen wahrscheinlich rennen, oder? Kommen wir da überhaupt hin? Okay. Ich probiere mal was. Ah. Was? Er ist tot, Jim. Okay, ich darf mich im Wasser nicht aufhalten. Gut zu wissen. Wir können also sterben. Wahnsinn. Komm, werd fertig. Hier ist ein Pfad, wie es scheint. Warte mal, es ist, passt auch mit der Richtung. Wir dürfen nicht ins Wasser. Also... Wir können es versuchen, aber es sollten wir nicht Ewigkeiten machen. Haben wir das eben gar nicht gesehen hier? Scheint so der Fall zu sein.
Nee, das haben wir gar nicht gesehen. Aber wo ist der Scanner? Das Scanner-Modul. Hallo? Ich sehe das Scanner-Modul nicht. Das war doch so weit nicht entfernt, oder? Wo ist denn das? Ja, du komm. Ich will scannen. Wo ist das verdammte Scanner-Modul? Da drüben ist es. Die Frage ist, ob wir da überhaupt hinkommen. Aber wir kommen voran. Aber ich glaube, wir stehen jetzt gleich wieder an der gleichen Stelle, oder? Scannen wir noch mal kurz. Wir könnten dort drüben aber hinkommen. Wir dürfen nicht im Wasser bleiben. Komm. Wir dürfen nicht im Wasser bleiben. Okay. Das Wasser... Wasser ist böse. Beziehungsweise mit Wasser locken wir das Vieh an. So, wo ist denn jetzt... Hä? Wo ist der... Wo ist das Scanner-Modul? Muss doch hier irgendwo sein. Was? Da schwimmt uns was hinterher. Ich weiß nicht, wo das Modul ist. Ich weiß, dass wir es gesehen haben. Da kommen wir nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wo sind wir? Da, wo wir nicht sein sollten. Schnell rüber. Ja. Ruhig. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Oh, oh. Da ist es. Wartet mal. Kommen wir da rüber? Ja, ich glaube ja. Komm. Was haben wir jetzt? Sensor-Upgrade. Scan-Auflösung wurde erhöht. Ui. Wir scannen jetzt im Meer. Wir scannen detaillierter. Wow, sehr gut. Ich glaube, das brauchen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache an der Stelle ein kleines Päuschen und wir sehen uns dann. Würde mich freuen. Bis dahin, euer Firefox.